Meine Damen und Herren, gleich und gleich gesellt sich gern. So heißt das seit je. Aber wie ist das mit Schreiben und Sprechen? Mit gesprochenem und geschriebenem Erzählen? Hier scheint zuweilen ein Sprung vorzuliegen. Welcher Sprung ist zwischen beiden? Das ist oder klingt vielleicht wie eine etwas quere Frage, aber mir scheint, sie ist das Gegenteil einer müßigen. Es war doch sehr lange. Sprechen, erzählen und auch singen. Singendes Erzählen. Viel früher da als das Schreiben. Als das Aufschreiben von Erzähltem. Buchstaben kamen hinzu, also Literae, von denen das Wort Literatur ja herstammt. Die haben nun doch ohne Zweifel die lebendige Stimme, die Viva Vox des Erzählenden, nicht nur abgelöst, sondern auch abgesetzt. Und mit dem wurde auch sowohl rezeptiv, also im Aufnehmen, wie im Herstellen von Erzähltem für Leser ein gewisser Sprung eingeführt. Ein Sprung oder eine Veränderung in den verwendeten Mitteln. Eine Veränderung, die in anderen Künsten, also etwa in der Malerei oder Bildhauerei, lange nicht so einschneidend war. Gewiss, wenn in steinzeitlichen Kunstzeiten ein Bild gemalt wurde auf die Felswand, aber Ochsen, jagdbares Tier, das damit beschworen oder gebannt werden sollte. Wenn eine Götzin ausgehauen wurde, da wurde sie nicht notwendig ausgehauen. Es wurde im Lehm oder einem ähnlichen Stoff mit der Hand geknetet. Es gab also die Werkzeuge der Bildhauerei in ausgeprägterer Weise noch nicht. Und ebenso wurde vielleicht mit dem Finger, der in Blut getaucht war, mit Blut benetzten Finger wurde gemalt, was eine höhere magische Wirkung sogar hervorrief. Aber ganz fehlten doch die Werkzeuge nicht. So, es gab eine Art Pinsel, es gab eine Art Hammer und Meißel. Für die Götzin ebenfalls, die ausgehauen und dann eben gemeißelt wurde. Also ein Sprung ist hier nicht so stark zwischen Malerei, Innenmalerei und Bildhauerei, wie er vorliegt zwischen dem Erzählten und dem nachher Aufgeschriebenen, wodurch nicht nur ein anderes Werkzeug eintrat, ohne weitere Wirkungen, sondern auch eben ein gewisser Verlust eingetreten ist, ein Verlust in den Mitteln. Das Erzählen, das hat ja auch nicht vor dem Schreibtisch stattgefunden, sondern in der Spinnstube, in der Herberge, Märchen erzählen auf arabischen Marktplätzen, die Großmutter, die den Kindern die Märchen erzählt, in Deutschland und anderswo. Also, es gibt sehr viele Formen, aber das Gemeinsame darin ist doch, dass erstens der Erzähler nicht allein war, sondern er eine lebendige Fühlung mit der Gruppe hatte, die ihm zuhörte, die ihn auch wieder befeuerte, die ihn durch den wechselnden Grad ihrer Aufmerksamkeit warnte oder ermunterte. Jedenfalls der Druck, die Arbeit vor dem Schreibtisch und der Hinblick auf den Druck, obwohl der erst im 15. und 16. Jahrhundert eingetreten ist, also auf das Abschreiben, Vervielfältigen des Manuskripts, hat eine neue Situation gebracht, auch für den Zuhörenden, der nun nicht mehr in einer Gruppe sitzt, in dem warmen Dunst oder in der gespannten Gemeinsamkeit, sondern er sitzt einsam vor seinem Buch. Nun aber war doch alles Schrifttum vorher ein Erzähltes. Es bestand aus Überlieferung in der Zeit, wo die Schreibkunst und die Buchstaben noch nicht erfunden waren.
Das gilt also für die Bibel, deren Gesänge erst ziemlich spät aufgeschrieben wurden. Und was nun jedermann bekannt ist, das gilt für Homer, wo erst unter Pisistratus, die nicht nur gesammelt wurden, die homerischen Gesänge, sondern eben in geschriebene Form gebracht. Es gilt durch die Jahrhunderte hindurch für die Volksmärchen, die Grimm von einer hessischen Bäuerin erst in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts hörte und aufschrieb, und für die Stimme der Völker, wie die Schrift von Hertha nannte. Hieß nun erst Hertha hat die Stimmen der Völker, oder den allergrößten Teil davon, der außerdeutschen und erst recht der außereuropäischen Völker, erst Hertha hat die in Druck gebracht. Vorher aber war doch deren Form, deren Medium ein gänzlich anderes, und die Schrift trat auch ein, wesentlich als Gedächtnisbehelf. So kam dann nun das erste große Anderssein. Nämlich, wie ich schon sagte, der einsame Leser, nicht uns sein Gott, sondern uns sein Buch. Und das zweite Anderssein ist ebenfalls unzweifelhafter Vortritt. Das Buch erschien, ich sprach schon von Gedächtnisbehelf, das gilt für den Rhapsoden. Das Buch erschien aber als solches, unabhängig von seinen Darstellern, notwendig wie ein Ersatz für das vorher Gehörte und Gesprochene. Ja, um ein hartes Wort zu gebrauchen, es ist nicht nur ein Minus gewesen, trotz des Plus, über das wir noch zu sprechen haben, das die Literatur brachte. Es ist nicht nur ein einfaches Minus gewesen, wie ein Abzug von etwas vorher lebendig gewesen, sondern die Literae, die Buchstaben, sind eine Art Prothese. Oder auch mit einem anderen Gleichnis, das nicht nur ein Gleichnis ist. Es wiederholt sich ja so etwas wie bei der Mercatorschen Projektion des Globus auf einer Ebene, wo um den Äquator herum und exakt auf der Linie des Äquators alles unversehrt bleibt. Aber je weiter man in die nördlichen oder die südlichen Breiten vorrückt, desto mehr tritt eine Veränderung ein, in diesem Fall sogar eine Fälschung, indem die Strecke zu breit wird. Wie gesagt, das sind mehr als Gleichnisse. Bleiben wir also bei dem sehr anstößigen Wort, das aber die Schärfe und auch die Hitzigkeit des Problems, die Unannehmlichkeit des Problems, kenntlich macht, ein Stück von Prothese, die die Literae darstellen, gegenüber der Viva Vox, dem lebendig gesprochenen Wort. Ein solches Stück ist wohl klar und immer noch klar zu erkennen und bringt auch gewisse Misshelligkeiten bei allem unbestreitbaren und kaum zu Rede stehenden Glanz und Schönheitswesen, das durch Literatur mit ihren eigenen Formen, Gesetzen und Verpflichtungen entstanden ist. Einem Glanz, einem Schönheitswesen, einer Verpflichtung, für der das gesprochene Wort in dieser Art nichts weiß und nichts wissen kann. Es gibt ein Gefühl für das zunächst in die Augen springende Minus beim Schriftsteller selber, beim Schreibenden, wenn er später seine Manuskripte liest, oder auch, und das gilt nicht nur für Anfänger, wenn es die Regel ist, oder auch, wenn er sein Manuskript nun im Satz sieht, im Druck, ein Gefühl von Fremdheit. Es ist nicht das, was damals anwesend war, als ich das geschrieben habe. Eben der Tonfall ist weg. Oder er kann nur mit Mühe und Not, selbst von ihm oder gerade von ihm, wieder gehört werden aus den gedruckten Sätzen. Ein anderes, objektiveres Zeichen ist darin sichtbar, in der Form sichtbar, bei einer allzu unmittelbar geschehenden Übertragung von Rede, von einem Vortrag in Stenogramm und in den dann nach dem Stenogramm gelieferten Schriftsatz.
Und zwar gerade bei treuer Wiedergabe tritt hier eine, wieder vom Schriftsteller her gesehen, oder Vortragenden in diesem Fall, tritt hier eine Verfremdung ein, eine Veränderung bis zur Unkenntlichkeit gegebenenfalls. Und zwar nicht nur, was gar kein Problem gäbe, nicht nur so, dass Unzulänglichkeiten im gesprochenen Text, man kann sagen, in dem gesprochen webenden Text, danach her in dem geschrieben gewebten Text, dem Textum des Drucks, dass diese Unzulänglichkeiten dann einfach nur in den Tag kommen, sondern das Verblüffende ist, gerade bei einer einwandfreien Rede, einem einwandfreien Vortrag und einem, der sich ganz besonders von einem nur Abgelesenen unterscheidet, also suo modo formgerecht ist, gerade einem solchen kann der Eindruck einer Entstellung oder einer weitreichenden Entfremdung von der Viva Vox unabweislich sein, wofür ja das bekannte Wort von Burckhardt zuständig ist, das aber nun endlich mal überlegt werden sollte. Das Wort Burckhardts, eine gute Rede, sei nicht auch eine gute Schreibe. Gewiss, das ist keine Regel oder keine, die nicht sehr wichtige und glücklicherweise störende Ausnahmen hätte. Es gibt offenbar ganz ausgezeichnete Transponierungen von Gesprochenem, besonders von oft Erzähltem, in schriftliche Wiedergabe. So, die Grimmschen Märchen, wir kennen das Original nicht, aber wir haben das Gefühl, das kann sich nicht so sehr unterschieden haben. Besonders wenn wir die Grimmschen Märchen durch frühere Erzählungen von Großmutter oder Tanten oder was hier zuständig ist, noch im Ohr hat. Also die Grimmschen Märchen, vor allem Hebels Erzählungen im Rheinischen Hausfreund. So weiter im größten Feld, im größten hier zuständigen Feld, die lutherische Bibelübersetzung. Ich meine die lutherische Bibelsprache selber, die sich von der alten lateinischen Übersetzung, der Vulgata, des Hieronymus, gerade dadurch unterscheidet, dass ein hörend längst verklungenes Original in hörenden Deutsch, in einem hörenden, hörsamen, könnte man sagen, Deutsch, zu treffen versucht wurde, und zwar, was für unsere Sache bezeichnet ist, der Gestalt, dass hier Luther sein Wort ernst genommen hat, man müsse bei der Übersetzung der Bibel dem Volk aufs Maul sehen. Das sind glänzende Ausnahmen. Doch wie oft musste der Erzählton im Minus oder auch im eigenen Plus des Schrifttons verlassen werden, bis hinauf zur hochkultivierten oder bis herab zur gänzlich verkommenen Umsetzung. Diese letztere, die verkommene Umsetzung, ist jedermann bekannt und bis zum Überdruss fühlbar geworden im Zeitungsdeutsch. Also als Karikatur auf einem besonders populär sichtbaren Niveau. Das Zeitungsdeutsch, das auch akustisch, gerade akustisch, völlig ausgewaschen oder in anderen Fällen verschmalzt ist. Was zum Überfluss, aber auch lehrreich zum Überfluss und extrem sichtbar wird, wenn dieses Papierklischee nun wieder gesprochen wird, also es ein akustisches zurückerhält, wie so oft im Radio oder im Fernsehen, die Umgangssprache nun hochgedonnert wird, die Umgangssprache von heute in Ansagen oder in sozusagen staatsmännischen Kundgebungen, Rückblicken oder anderen Truhen ohne jeden Altertumswert. Wir gehen fort, um Missverständnisse weiter
auszuschließen, nämlich Missverständnisse, als ob hier etwa dem unmittelbaren, dem angeblich unmittelbaren des Sprechens der Viva Vox, so wie es ist und so wie das ausgewertet und selbst überdonnert worden ist, als ob dem das Wort gesprochen würde. Wenn wir von Sagen reden, von der lebendigen Stimme, von dem Ton, der kein Urton ist, weit davon entfernt, aber von dem Ton, der sich hier in dieser wärmeren Gegend ausgebildet hat und der nun in der Sprache verloren gegangen ist und wie die Rettungen eintreten könnten, wie kann er wieder hineinkommen? Nicht der gleiche. Selbstverständlich nicht. Aber ein heute Geborener, dann ist das von Primitiver sehr weit entfernt. Es hat schon gar nichts zu tun mit dem Kindermund. Im Gegenteil, der ist gerade besonders peinlich und falsch und Kindersprache ist selber oft von Haus aus nicht echt, ist an Erwachsene gerichtet, so wie diese kindlich angeredet zu werden wünschen. Und dann hat Sprechen nichts zu tun, das Sprechen, das hier gemeint ist, mit dem bekannten Reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, denn wie sehr ist eben dieser und dieses Reden durchsetzt mit dem gelesenen kleinbürgerlichen Abhub aus den Zeitungen. Wenn zum Beispiel drüben in Ostdeutschland dem Kumpel nach dem Bitterfelder Programm zugerufen wird, greift zur Feder, Kumpel, so greift er eben in den allermeisten Fällen notgedrungen am leichtesten zur Zeitungsphrase. Da ist etwas vorgekaut und auch vorgebaut und zugleich eingerahmt und eingerammt. Aber im Großen und Ganzen ist so, dass wenn hier geredet wird und danach geschrieben werden soll, wie einem nach der üblen Phrase der Schnabel gewachsen ist, dass einem eine Erzählung von Thomas Mann einfällt, die heißt Eisenmann-Unglück, wo am Ende, nachdem das Unglück passiert ist, höchst aufgeregt der Zugführer herumläuft und dem Passagier erzählt, ja, das und das ist vorgekommen und ich bin gerade noch mit knapper Not übers Dach entkommen. Hier fügt nun der Erzähler Thomas Mann mit Recht hinzu, dieser Mann, dieser Lokomotivführer, hat kein Eisenbahnunglück erlebt, sondern einen Zeitungsbericht über ein Eisenbahnunglück erlebt. Hinzu kommt, dass ja die falsche Unmittelbarkeit, das ist der dritte Punkt, nach Kindermund und nach Zeitungsphrase, dass die falsche Unmittelbarkeit ja sonderlich gern und immer mal wieder ihre Pfoten in Blut und Boden taucht, vor allem ins Blut, und dass das gemischt ist wieder mit dem Zeitungskitsch durchaus, dergestalt, dass bei Gottlob älteren Herren dieser Art immer wieder das Speichelwässerchen des Spießererzählers sich kenntlich macht im Volkston, in dem mehr oder minder von Blut und Boden bestimmten Volkston, das ging an von Ganghofer, war stark wie Dus, heißt hier ein dramatischer Vers, bis zu dem im Namen Vergessenen, aber in der Sache noch Lebendigen, Jensen oder Frenzen, in dem Roman Jernul, mit Sätzen wie ruhend im uralten Sein, brach aus dem Mann des Geist die weise Sprache der Urzeit, also des Volks. Und so geht das weiter, vielleicht sogar hinauf bis zu den Feldwegen in Meßkirch. Bis hin zu einer auf Flaschen gezogenen, unechten Archaik, so bei Klages,
aber hier auch mit höchst raffinierten Wortspielen des Raunens. Des Raunens an sich sozusagen, so bei Heidegger. Asphaltsprache aus einem psychologischen Seminar, die war bei Klages und sie predigte ein scheinbares Diluvium. Und diese Spuren schrecken weiter gegen alles Orphische, sogenannt Orphische, aus bloßer Buchegese, die weniger archaisch als archäologisch, also doch mit Wissenschaftlichkeit, mit Asphaltintellekt, mit Asphaltsprache aufgezäunt ist, mitten in den metaphysischen Karlauern. Das ist ganz anders und ganz unverwechselbar anders bei einem echten Grundton, gegen den nun erst recht ist gesagt werden soll, indem wir all die schlechte und falsche, minderwertige oder gemischte abgewiesen haben. Also anders bei dem echten Grundton, wie er zum Beispiel in Sprache erschienen ist zu Zeiten des Sturm und Drangs, Mitte des 18. Jahrhunderts ab. Also mithin in einen bewussten Neubeginn, keinem Rückgreifen, im Gefühl, in der Verpflichtung vor einer wirklich heraufbrechenden Volkshaftigkeit, die als die Emanzipation des Bürgertums erschien und es auch im Grund war, und das Volk sich aber immerhin mit Glück beibiegen konnte. Also damals, als es Dialekt ohne Regressio gab, offen nach vorwärts gerichtet, auch nach rückwärts offen. Und in dem Rückwärts war ebenfalls ein ungekommenes Vorwärts, das begrüßt wurde mit sogenannter Naturstimme als dem genialischen Neuen schlechthin, schäumend so nicht nur beim jungen Goethe, sondern bei der ganzen damaligen Grundtongilde überhaupt. Erschienen allerdings oder hörbar in Versen des jungen Goethe wie sprang aus dem Bette wie ein Toller. Nie war mein Busen sehnsuchtsvoller, aber hingeht diese Sehnsucht, dass eine Schöpfung voller Kraft aus meinen Fingern quelle. Hier ist keinerlei kopiert Archaisches, vielmehr im Raunen, wenn man das noch Raunen nennen will. Im Raunen dieser Art sollte damals Neues vom Tag aufgehen. Neues vom Tag und Tag selber sollte aufgehen mit einer Schreibe, die gerade von aller mythischen Konfektion des Sprechens vollkommen verschieden war. Gegen jedes mögliche Missverständnis von Erzählen, wie es hier gemeint ist, dieses Sprecherzählen, vor allem das Alte, ist nicht zu verwechseln mit der Stilform der Erzählung selber. Der Stilform, sage ich, und ist erst recht getrennt von der strengen Form der Novelle, die alle schon hohe Kunstformen in Literis darstellen. Es ist auch nicht möglich, im Sinn der Lukatschen Trennung, die im Anschluss an Lessings Laokoon versucht hat, hier nun Erzählung, und zwar die Kunstform, auszuspielen gegen die bloße Beschreibung und hier nun diese Art von Erzählung zu verwechseln, wieder zu verwechseln, mit dem Sprechton des Erzählten, sondern hier ist Erzählung, wie gesagt, Kunstform, eine sehr hohe Form der Literatur. Diese wird hochgehalten, mit Recht oder Unrecht, ich glaube mit Unrecht, gegen die bloße Beschreibung, wie ich sagte, und sie wird dagegen ausgespielt. Als Beispiel für korrekte Erzählung wird hier zum Beispiel Thomas Mann genommen, wie wenn es übrigens bei ihm keine Beschreibung gäbe. Es gibt eine vorzügliche, ausführliche und völlig ruhende Beschreibung im Dr. Faustus, wenn der Instrumentenladen in Kaisers Aschern vor dem Leser optisch ausgebreitet wird.
Also immerhin, dieser angeblich durchgängige Erzähler Thomas Mann wird ausgespielt gegen den ad hoc herabgesetzten angeblichen bloßen Beschreiber, Stifter. Als ob es in dessen Roman Nachsummer wiederum keine Erzählung gäbe. Und nun, kut, ke, kut. Hier wird nun von oben herab deduziert, das ist die Form der Erzählung, das ist die Form der Beschreibung. Und aus diesen vorgefassten Prämissen entsteht nun ein Wertsyllogismus aus Erzählung an sich und aus Beschreibung an sich herab zu den günstigen oder ungünstigen Folgen. Nun, wie dem auch sei. Erzählung an sich, ich meine immer dann als eine verdingliche Literaturform von nacheinander, ist nicht nur ein anderes wie Beschreibung, die Literaturform eines Nebeneinander ist, sondern ein ganz anderes eben ist das Erzählen vorliterarischer Art, das uns hier allein interessiert. Lessings Laokoon, den ich schon erwähnt habe, hat mit seiner Antithese Homer und Vergil, Homer als Erzähler, Vergil als Beschreiber, sozusagen mit neueren Kategorien, also in seinem Laokoon, hat er diese Antithese zuerst auf das Plus von nebeneinander, oder besser, von nacheinander, von dargestelltem Nacheinander, allein richtig, statt nebeneinander dargestellt und darauf hingewiesen. Doch eben, die alte Viva-Box-Weise des Erzählens in einem Kreis, ohne ein Buch, steht sichtbar auf einem völlig anderen Blatt. Auch noch die Rahmenerzählung innerhalb des Geschriebenen, die unterscheidet sich allerdings von den Erzählungen, zu denen sie den Rahmen bildet. So zum Beispiel in der großartigen Rahmenerzählung von Keller, das Singgedicht. Es gibt in dem kanonischen Werk dieser Art, in Boccaccios Decamerone, einer reinen Rahmenerzählung um sich herum, sogar eine Einrahmung von der allerstrengsten Erzählungsform selbst, nämlich eine Einrahmung von Novelle. Diese Rahmenerzählung selbst hält sich deutlicher im Unmittelbaren des Sprechtons als das Gerahmte selbst. Sie hat noch ein gleichsam hörbares Ich-Du-Verhältnis mit Ansprache, ein Wir-Verhältnis des Erzählens und Literae. Es gibt der Erzähler hier die Situation an, in der sich das Woher findet und vor allen Dingen das Wozu dessen, was erzählt wird und das überhaupt erzählt wird. Kurz und gut, es wird hier sichtbarer noch mit einem erhaltenen Sprechton unterhalten, aber auch das ist doch von der lebendigen Biwa-Vox eines Erzählens vor der Literatur, zeitlich vor der Literatur und auch formmäßig vor der Literatur, ich sage nicht außer der Literatur, sondern vor der Literatur charakteristisch verschieden. Ein anderes schließlich als Sprechweise, wiederum, obwohl es nahe liegt, ist die Kunst einer vorher durchformten Rede, eines vorher durchformten Vortrags, also die Kunst, die sehr überlegte Kunst, die Rhetorik heißt. Sie ist erst recht sonderlich vorbedacht mit einer nur vorgespielten Entstehung im Augenblick oder aus dem Augenblick heraus, mit einer nur vorgespiegelten Improvisation. Es ist eine überlegte, eine sehr überlegte Beeinflussung, ja auch der Zweck einer solchen Oratio überlegter Art, einer Oratio nicht als Erzählung im Sprechton, aber doch mit dem Sprechton, der zu einer Überredung abgezielt ist.
fast zuerst erschien ja die Rhetorik bei den Sophisten. Und von ihr ab hat sie sogar ihren schlechten Klang, der heute besonders noch hörbar ist, indem hier Sophistik gemeint war im Sinn dessen, dass es darauf ging, to heton pragma kreiton poiein, also die schlechtere Sache besser zu machen. Und dieser Klang eben ist geblieben in der großlebendigen Rhetorik auch zu Unrecht geblieben. Man denke an Demosthenes, man denke in schwächerem Grade oder in weitem Abstand an Cicero, wenn auch nicht nur Curtius Rufus. Man denke aber vor allem an die großen Kanzelredner des 17., 18. Jahrhunderts, Bossuet und Fenelon. Und man denke an die Parlamentsreden der beiden Pitt im Londoner Unteren Oberhaus. Nun, trotz all dem, als ein bezeichnend prächtiges Exempel einer Rede als Überredung in Literatur und als hohe Literatur ist doch die Rede des Shakespeare'schen Antonius an der Leiche Cäsars im Bewusstsein. Jedenfalls, schon die vielen Kunstgriffe, die die Rhetorik lehrt, also etwa die Floskeln der Aufzählung mit scheinbarer Vermeidung des Gegenstands, mit scheinbarer Entschuldigung, dass über den Gegenstand nicht gesprochen wird, wie ich will nicht davon reden, dass, oder ich übergehe das und das, wobei doch alles aufgezählt wird, innerhalb dieser Floskel, also die bezeichnen auf deutlichste den intellektualistischen Unterschied, könnte man hier ohne Gefahr sagen, zwischen naiver und raffinierter Öffentlichkeit der Äußerung. Auch zwischen, hier wird es am sichtbarsten, zwischen Märchen erzählen und dem Service mit Fictions, mit Fiktionen. Denn in einem überredenden Sinn die Rhetorik auch die klassische Rhetorik darstellt. Wichtig also wird bei all dem, und erneut, es ergeht kein Ja zur sogenannten Unmittelbarkeit oder auch nur zu einer Improvisation selber, an sich, zu einer verdinglichten Darbietung von Inspiration und Improvisation. Solches Ja tritt ja überhaupt nur als Gegenpol, als falscher Gegenpol auf, zu bejahter Künstlichkeit. Es wäre dieses Ja gar nicht, wenn hier Künstlichkeit nicht wäre, die abgewehrt wird. So erscheine dann als Verdinglichungen des Sprechtons und seiner scheinbaren Improvisation. So erscheinen also Gefühlsdampfer an sich, könnte man sagen, auf der einen Seite und die La Pula-Künstlichkeit, der La Pula-Fetischismus auf der anderen Seite, die Formverdinglichung an sich, die werden gegenseitig ausgespielt. Eben im gleichen Raum. Freilich, die Primärschuld an verdinglichter Gefühlsdampferei, die mit dem Problem bedachter und rettbarer Viva Vox-Welt nicht das Mindeste zu tun hat, die Problemschuld daran, sage ich, trägt allerdings die Verdinglichung von Prothese schlechthin bis hin zur Tabulatur. Und zwar Tabulatur samt dem ihr gemäßen Inhalt. So also, wenn Schreiben aufhören macht, den Leser zu fragen, den Leser, der das Buch in der Hand hat, etwa in der Mitte oder vor allem am Ende, woher weiß das Buch das von mir? Ich sage, wenn der Leser so aufhört zu fragen, so erscheint das Bedenkliche einer zu weit vom Sprechton seiner Wärme und Lebendigkeit
auch, wie wir noch sehen werden, von seinen so wichtigen Unterbrechungen des Sprachgangs, von seinen Anakoluten. Es erscheint eine von diesem zu sehr abgetrennte Literatur. Eine Literatur mit einer Mühle, die gleichsam nur sie selber malt, aber nicht dieses Getreide gibt und dem Leser übermittelt. Extrem entspricht dem jede zum Selbstzweck, auch in ihren Gegenständen zum Selbstzweck gewordene reine Stilistik, eben in jeder L'Art pour la Kunst, mit der falschen, wenn auch sozial in vielen Fällen wohl und genau beauftragten Esoterik. So beispielsweise und bewusst, und hier wird nicht deduziert oder denunziert, sondern hingewiesen auf das, was ist und gewollt war, mit Überzeugung gewollt war. So also in den künstlichen Gärten Georges, der georgischen Lyrik. So in jeder Kunst, wo der Schrei nur gilt, wie Georges sagt, wenn er durch güldene Harfe saust. Da nun aber sehr wenige solche Art von Harfen und Harfen aus solchem teuren Metall besitzen, wird selbstverständlich und unweigerlich der Schrei der Minderbemittelten darin also sprachlos. Gleich wie wäre er nicht da, oder wie wäre er bestenfalls sozusagen nur zum Verachtetwerden da. Die Reaktion fand auf diese Weise an den Snobs schlechthiniger Anti-Unmittelbarkeit sehr leicht ihren ästhetischen Vortrupp. Aber auch weithin verschieden davon, in episch allzu abgehobener und herausgemachter Komposition lauern Gefahren der Prothese. Immer setzt das zugleich eine Auswahl, eine Frisierung, eine eigene Kochkunst der Inhalte voraus oder hat es im Gefolge. Da erscheint dann jene große Kunst, die das vielleicht nicht ganz ist, weil sie wieder zu groß gemacht ist und so von dem abhält, was nicht nur im gesprochenen Anakolut, sondern auch logisch, auch stilistisch mit Recht Anakolut, also Unterbrechung im schön geschwungenen Gang heißen kann oder heißen mag. Es wird auf diese Weise kontemplativ geschrieben, rein kontemplativ geschrieben, wodurch die Prothese zwar völlig unfühlbar wird, indem der Leser sich mit einem eigenen literarischen Behagen ins gemachte Bett, in sehr gemachte Bett bloßer Komposition legen kann. Das zuletzt gerade episch mittels der schön geschwungenen, großartig ausgewogenen Zusammenhänge bloßer Komposition und überlegter Komposition fern aller unkomponiert einbrechenden Unterbrechung oder eben sachlicher Anakolute, wie zuweilen in exemplarischer Weise bei Thomas Mann. Das zum bezeichnenden Unterschied von Brechts weniger literarischer Konzeption der Epik, die dann nicht so ohne weiteres von selber verläuft in schön geschwungenen und auskomponierten Zusammenhängen. Und Brecht hat gerade am gesprochenen, mindestens am nachgesprochenen Ort, also am Theater, entdeckt, was Unterbrechungen, das Imprévu, das Unvorhergesehene darin, was das bedeutet, sodass hier eine Welt sichtbar wird, die nicht
hinter einer Mauer ewiger Buchstaben sich windstill angesiedelt hat. Mauer ewiger Buchstaben, der Ausdruck stammt aus einem chinesischen Märchen und ist sehr lehrreich, mit einem Mundspiel lehrreich, wo an den Stellen noch keine Gefahren sind. Das Märchen handelt von einem jungen Burschen namens Hansé, von einem schönen Mädchen, der Lifan, die die Tochter des Statthalters ist. Er verliebte sich, während er dort seine Referendarzeit sozusagen abbüßte, in dieses Mädchen und was zur Folge, dass er, da auch keinen besonders flinken Kopf hatte, in allen Examina durchrasselte. Er wurde nun von dem Statthalterhof entfernt, von seinen Verwandten verstoßen. Er ging in die Einsamkeit, langweilte sich dort sehr, kaufte sich ein Blatt Papier, eine Pinsel, Tusche und begann nun ein Märchen zu schreiben, das Tal der silbernen Apfelblüte. In diesem Märchen, das ist errichtet, das Tal hinter einer Mauer ewiger Buchstaben, wie es an Ort und Stelle heißt, dort nun, wo immer der Mond scheint und kein Wind von der rauen Welt hereindringt, dorthin versetzte er die schöne Geliebte Lifan und gab sie mit Gespielinnen, und der Mond ging nicht unter im Tal der silbernen Apfelblüte. Musik war, also kurz und gut, ein ungeheurer, literarisch geschützter Glanz. Lifan kam nun eines Nachts zu ihm, auf einem kleinen Bötchen, das durch einen Pinsel da abgefallen war, in der Flut der Dusche oder auch des Weins, der auf dem Tisch dann schwamm, sprang auf seinen Finger, wurde etwas größer, sprang auf den Boden, wurde groß und schön, ein Menschenweib und blieb bei ihm die ganze Nacht, und so trieben sie es mit sehr guter Teilung. Am Tag hatte er das Buch und seine Arbeit, und nachts kam Lifan, die nun allerdings einen kleinen Sohn bekam. Nun, ich will in das Einzelne nicht eingehen. Jedenfalls, er war, als der Winter kam, wachsend unglücklich, dass er nicht auch im Tal der silbernen Apfelblüte sein konnte. Da sagte ihm Lifan, geh doch einmal zum Statthalter, geh zu meinen Eltern und erzähle das. Vielleicht haben sie dir vergeben und es gibt einen Weg, dass wir wieder zusammenkommen. Er ging nun mit dem kleinen Junge, der aus der Ehe entsprossen war und der bei ihm hungerte. Er blieb am Tag bei ihm zum Trost und nachts kam nach wie vor die Geliebte. Begegnete auf der Straße der Frau des Statthalters, die den Jungen ansieht, ihn ansieht und nun sagt, sie will ihn behalten, den Jungen. Er kann einige Zeit bei ihr wohnen. So geschah es dann, und am nächsten Morgen aber bereits hat der kleine Sohn seinen Vater besucht, um ihm eine erstaunliche Geschichte zu erzählen. Nämlich, Lifan ist ihre Mutter erschienen und sagte, sie möchte keine Räucherkerzen für sie entzünden. Es geht ihr besser, als die Kerzen es bewirken können. Ein Dichter hat sie ihrer angenommen. Sie ist hineingeschrieben worden ins Tal der silbernen Apfelblüte, wo der Mond nicht untergeht und das Tal ruht hinter einer Mauer aus ewigen Buchstaben. Als er das alles erzählen wollte, fand er seinen Vater nicht. Er suchte ihn im Zimmer, suchte ihn im Haus, er suchte ihn vor der Wiese, nirgends zu sehen, kehrt zurück und sieht aber zum ersten Mal seit langer Zeit aufgeschlagen den Roman, das Manuskript des Romans seines Vaters, begonnen mit einem neuen Kapitel mit der Überschrift »Die Ankunft Hansés im Tal der silbernen Apfelblüte«. Das hat sich also Hansé selbst in sein Buch hineingeschrieben. Der kleine Sohn nahm das Buch mit. Er hatte zum Unterschied von seinem Vater einen sehr guten Kopf. Er fiel nicht durch sämtliche Examina durch, im Gegenteil, er wurde ein großer Mandarin und so schließt das Märchen. Aber das Buch seines Vaters hielt der Knabe als Mann immer in hohen Ehren. So ungefähr der Gang des Märchens, in dem eben dieser bezeichnende Terminus zum ersten Mal gereicht wird, ein sehr genetischer Terminus, hinter einer Mauer ewiger Buchstaben, wo als Literatur ein eigenes Reich darstellt, das nicht im Gelesenwerden sich erschöpft. Ich sagte, es ist hier ein Optativ zu dem, der sagt, wie schön wäre es, wenn es so wäre. Doch die Verhältnisse außerhalb der Mauer ewiger Buchstaben und auch außerhalb jeder autark sich machender, schön geschwungener Stilistik
Die Verhältnisse sind nicht so. Dieses ist die Warnung zugleich, die von hier, von recht verstandenem Sprechen mit Unterbrechungen und von recht verstandener Stilistik ausgehen kann, gemeint ist mit meiner politischen selbstverständlich keinerlei Art, und damit gehst du auf das falsche Unmittelbare wieder zurück, keine Art Karikatur à la Dada, Dadaismus und seine Folgen, die auch in Malerei sind, auch in Musik, nicht nur in Literatur, sondern eine echtere Rezeption des unterbrechenden Sagens ist gemeint, und die findet sich heute ausschließlich im geformten Experiment einer umstellenden Sprache, einer neuen Biberbox, etwa des unfertigen Vermutens von etwas oder eines noch unausgemachten Namens. Eine neu befreite Sprechweise also mit einer Anakolutik noch nach und in der Niederschrift, tönend und tönbar. Dergestalt, dass also das Ausgemachte, Zukomponierte, Zuliteraturhafte hinter einer Mauer ewiger Buchstaben ausgeschaltet ist und eine lebendige Straße besteht zwischen dem, was im Sprechen mit all seinen Unterbrechungen, mit all seiner Kommunizierbarkeit einmal war oder wieder ist und dem, was die Literatur nun als notwendige Erkältung in den Mitteln, aber nicht ebenso notwendiger Erkältung oder auch Schönfärberei oder falscher Geschossenheit eintritt. Im Übrigen, gegen das, was mit Dadaismus im weiteren Sinn dann gemeint wäre und abzulehnen wäre, im Übrigen haben wir in älteren Zeiten, guten Zeiten, ein bedeutendes Exempel, nämlich an Gleist, der die Verwechslung von schlechthin ungestaltem Braunen und dem älteren, dem echten Sprecherzählen und Sprechton auch das echt Rhapsodische durchaus in sehr hoher Stilistik meistens gehalten hat. Ich erinnere hier nicht nur an die Art des Dialogs bei Gleist, etwa im Kätzchen von Heilbronn, wenn der Vater von Kätzchen vor dem Gericht steht, in Heilbronn und nun wunderbare Neubildungen, Unterbrechungen, Reprisen des eben Gehörten in einer dauernd lebendigen Sprachweise, einem Sprachduktus eigener Art, nicht untergegangen sind. Hier gibt's keinen Ersatz. Hier gibt es keine Mercatorische Projektion, das ist überstanden. Und jede Papiersprache ist nicht einmal um die Ecke sichtbar. Im Gegenteil, Anakolute, wie ich sagte, Reprisen ohne Zahl und außerhalb der Traumsprache des großen Dramatikers ist das am entzückendsten, am exemplarischsten auch zu erkennen in den Anekdoten von Gleist, in denen die ungeheure Kunst bestanden wird, dass der Witz, also etwas, was nur im Gesprochenwerden sonst lebt und umgeht, in hohlliterarische Form verwandelt wird, allerdings mit extremsten Mitteln, und das ist das auf Erstaunliche, Paradoxe und wohl Notwendige, mit extremsten Mitteln höchster literarischer Zubereitung. Aber das, was im Sprechen des Witzes, der Anekdote im weiteren Sinn, vorhanden war, wird hier gerettet und mehr als gerettet. So allerdings, dass der Witz in den Anekdoten, ich erinnere an die Geschichte von dem Kapuziner oder an die Geschichte von dem Holkschen Jäger, Kapuziner, der einen Delinquenten zum Hochgericht bereitet, und als nun der Delinquent unterwegs mehrmalen klagte, dass er,
bei solchem Wetter, einen so sauren Gang tun müsse. Da sagte der Kapuziner, du Lump, was beklagst du dich viel? Du musst doch den Weg zum Galgen nur einmal. Ich aber muss bei gleichem Wetter wieder zurück. Und gleich fügt nun hinzu, mit einiger Entspannung, wer auch einmal bei schönem Wetter den Weg zum Hochgericht zurückgelegt hat, wird den Ausspruch des Kapuziners nicht so dumm finden. Also in all dem ist sichtbar, hier wird nicht gekocht, sondern hier wird eine Art von Bifsteck-Tartar gereicht. Aber mit welchen Gewürzen, mit welchen Zutaten, mit welchen Kostbarkeiten, auch mit welchen Übertreibungen. Aber in der Stilsphäre geht nun die Sprechsphäre, die Vortragssphäre am wenigsten unter. In einer Sprache, die aufs Äußerste, wie ich sagte, überlegt ist, die vielen Komma da, die bedeuten, dass hier der Sprachrost gleich so über Hürden zu springen hat, desto elastischer, desto schärfer erscheint seine Funktion. Und Rhapsodisches eben, genau dieses, ist dazu und vor allem in solcher Art von Literatur erhalten in unkopierbarer. Denn die Kopie wäre ja als solche wertlos, doch in exemplarischer Weise. In einer exemplarischen Weise, die die ganze Sphäre einer möglichen Rettung von Sprechton garantiert oder kenntlich macht, indem es in einigen solcher Fällen fast vollkommen erreicht wurde. Nun, das ist keine einfache Sprache, die hier reproduziert wird. Wie steht's mit der einfachen oder auch mit der eudämonischen Weise des Gesprochenen, des Erzählenden, des Berichtenden und Berichtens in gewesener Volkssprache selber? Hier sind also die hektischen Gleistmittel nicht zuständig, aber erneut kann hingewiesen werden auf etwas so bescheiden Großartiges wie die freundlichen Erzählungen Hebels im Schatzkästlein der Rheinischen Hausfreunds und, wenn man Eudämonisches will, erst recht dann an den mächtig im Dialekt sich umsetzenden Homeroiden aus dem Emmental, der Gotthelf heißt. Und was die Rettung der Sphäre im Weiteren anbelangt, so soll hier die Kraft, die Gesprochenes besitzt, durch Schrift in sich eingeladen werden. Auch im Norden gibt es doch zwei solche Gestalten, nicht nur Hebel und Gotthelf im Süden Deutschlands, sondern zwei solche Gestalten, außergleist, die Exemplar bieten in diesem Bezug. So wäre zu erinnern an Matthias Claudius, und im Schwereren, auch im Philosophischen, das ja durchaus zur Literatur in diesem, unter diesem Gesichtspunkt gehört oder gehören mag, es wäre zu erinnern an Hammer. Nehmen Sie einen Text von Matthias Claudius, den ich ganz kurz nur sagen will, als Illustrierung des hier Gemeinten, der Rettung. Der Text heißt, wo ist Paul der Dieb in den Wald gegangen, ich nach, blickte wild durch Busch und Baum und wollte ihn schlagen, wo ich ihn träfe. Da fingen in der Ferne des gnädigen Herrn seine Jäger an zu blasen. So hat mir's niemals noch gedeucht. Ich hörte, stand still und sah um mich. Ich war gerade an dem Sperlenbach und Pferd und Kühe und Schafe standen am Ufer und tranken alle an dem Bach und die Jäger bliesen und gingen wieder nach Hause. Eine dämonische oder eudämonische Sprechbewahrung dagegen gab Hamann Magus des Nordens, gerade auch in seinen rationalen, sokratischen Denkwürdigkeiten. Und wie keiner hat eben dieser unaufhörliche Anakolute in Litteris und mit diesen Anakoluten auf die verlustlose Expressio, die erstrebt verlustlose Expressio im Sturm und Drang gewirkt.
auch auf den zu Bruch gebrachten inneren Monolog, wie man wohl sagen kann, inneren Monolog von damals, noch hin, über lange Strecken hinweg, bis zur völlig akustischen Selbstgesprächsbegriffssprache, Selbstgesprächs- und Begriffssprache in der Weltschrift von Hegel, die Phänomenologie des Geistes heißt. Hegel hierbei war mit tiefem Grund ein lebenslanger Verehrer Hamanns, eben der Hamannschen Versuche einer Lautbarkeit mitten in Ausdruck und Begriff. Klar ist bei allem, wie zu sehen war, der Riss zwischen Sprech- und Schriftsprache ist zwar zuweilen und auch da nicht ganz, aber mit geglücktem Versuch ist zuweilen gedeckt gewesen. Nur, um aufs Heute zu kommen, die jetzt übliche Sprechsprache, die eben allermeist ausgewaschene, macht diesen Riss nur etwas weniger kenntlich, weil sie selbst Papiersprache geworden ist oder mit sich führt. Desto mehr aber wirkt und lebt nun in jedem Schriftsteller von heute, der etwas taugt, ein inneres Sprechen eigener, neuer, unausgewaschener Art. Und es ist ihm als Quell notwendig, weil auch die übliche Schriftsprache, nicht nur die Sprechsprache, weil auch die übliche Schriftsprache und gerade diese zur Aussage der jetzigen Wirklichkeit als übliche Schriftsprache nicht viel hilft. Sie hilft und taugt nichts zur Darstellung des gekommenen Verspeltseins von so vielem, zu der auch objektiven Montage von bisher ganz getrennt oder ganz entlegen vorkommenden, dass sich nun plötzlich dicht begegnet. Nicht nur bei Joyce, und wenn auch hier zuerst und in experimentvollster Weise ist diese Montage, dass etwa die Docks in London sich plötzlich mengen in einer Montagebegegnung mit den wasserdurchblinkten Tempeln in Indien. Also überall haben wir dieses vor sich, dass die übliche, ungebrochene, geradlinig weitergehende Schriftsprache nicht taugt. Zur Aufnahme auch des Scherbenhaufens davor liegt. Und dann wieder, optimistischer, des Hohlraums mit Funken. Des Fragments, das offen ist, nach vorne und sogar nach rückwärts offen ist, das Fragment von Menschen, Situationen, Gründen und Hintergründen. Dafür also bedarf es, gerade damit Präzision herrsche, notwendiger Sprechanakolute, Sprechunterbrechungen. Und sie sind ja sichtbar. Der Atem ist sichtbar von einem neuen Sprechen im Schreiben bei den Grass, Günter Grass, bei Jonsson, bei Frisch, bei Walser und anderen, die an der literarischen Front stehen. Nur ein von keinerlei Art verflossenen Oberlehrertums normierter Sprechweg im Schrifttum dürfte demnach seinerseits dem ungeronnenen Versuchswesen, Mutmaßungswesen, Modellwesen des heutigen Weltgangs, Rebus sic fluendibus, unter so nicht stehenden, sondern in Bewegung befindlichen Umständen und Zuständen literarisch gerecht werden können. Schelling und seine Schule nannten einmal die Architektur mit Anlehnung an die glattnischen Klangfiguren, die im Staub
entstehen aus Schwingungen, aus Tonschwingungen, und die Tonschwingungen setzen sich in diesem Staub in Ornamente um. Also in Anlehnung an diese glattnienschen Klangfiguren nannte die Schellingische Schule einmal die Architektur gefrorene Musik. Musik also ist demnach eine noch flüssige Architektur. Die sprachliche Freisetzung solcher Sprechart, Musikart mithin, gemäß der noch offenen Bauwelt, die uns umgibt, der Bauwelt von Gesellschaft wie Natur und ihrer Zwischenräume, vor allem auch, macht letzthin das Problem einer nicht mehr verdinglichen Stilistik brennend und sichtbar. Daher auch verzehrte sich Brecht in Theaterproben, in immer neuen Durchhören des gesprochenen, wenn auch nur repulsiert gesprochenen Schriftworts, samt seinem dadurch erst wiederbelebten Situationsinhalt. Aber wo sich bloßer Sturm und Drang, wie die Schulbücher sagten, im Volkslied gesund badete, dort steht heute mehr als je das große Experiment, Sprache höchst stilistisch so zu schreiben, wie die Sprache spricht. Sie kommt ja doch vom Sprechen her und bleibt nur mit ihm an der Wurzel des alten adamitischen, von Adam unternommenen, also menschlichen Auftrags, und bleibt nur so diesem Auftrag treu, die Dinge zu taufen. Ernst Bloch meditierte über schriftliches und mündliches Erzählen. Die Regie bei der Aufnahme führte Helmut Kampf, Kamera Walter Fedmer, Aufnahmeleitung Dieter Jahn, Produktion Norbert Hansel. Sie seien bedankt.